Schwarz hören. Die personifizierte Berlin-Kompetenz des RBB. Uli, kannst du damit was anfangen? Finde ich übertrieben. Ach Quatsch. Es gibt so viele Menschen in der Stadt, die die Stadt genauso gut kennen. Aber ich kenne sie schon sehr gut und 40 Jahre fast täglich in Reporterdiensten zu sein, in allen Stadtbezirken und Ortsteilen, das prägt natürlich. Und da kennt man die Stadt schon sehr, sehr gut. Gibt es irgendeine Ecke, die du nicht kennst in Berlin? Es gibt ein paar Punkte, die ich nicht kenne. Zum Beispiel? Zum Beispiel irgendeinen Majakowski-Ring, so, der sich so einmal rumzieht. Aber wo der ist, weißt du. Das weiß ich natürlich, weiß ich das. Und ich kenne mich natürlich seit der Wende in beiden Hälften unserer Vaterstadt aus. Oder Mutterstadt. Und seit der Wende haben wir ja auch zusammengearbeitet. Das ist richtig. 12 Jahre lang eine Sendung namens Berlin Live. Ja. Wir standen an allen Ecken und Enden in Berlin auf der Straße. Zu allen möglichen Themen. Auch ganz aktuell manchmal. Also 9/11. Von zum einer Sekunde zur anderen quasi raus und eine Sendung gemacht, ja. Oder beispielsweise, du stehst im bereits geschlossenen Palast der Republik und ich stehe draußen. Wir hatten immer so 2 Standorte ja. in unserer Sendung. Und wir hatten nicht nur 2 Standorte, wir hatten auch oft 2 sehr verschiedene Meinungen. Das wollte ich meinen. Die so mit Ossel West zu tun hatten, oder? Ja, so war es natürlich. Ich habe immer übertrieben natürlich in dir die Ostfrau provoziert und ja. du natürlich den ahnungslosen Wessi, der sich natürlich in den östlichen Bezirken überhaupt gar nicht auskennt und auch nicht mit den Gepflogenheiten von Ost und, oder vom Osten zumindest nicht. Genau, weil du bist ja ein Westdeutscher. Ich bin Westdeutscher, ich kenne aber trotzdem Schwester Agnes. Ja, habe ich gerade gestern im Fernsehen gesehen oder vorgestern hast du anmoderiert. Stimmt. Eine Reihe im RBB-Fernsehen, wo es um Filme geht. Richtig, da werden alte Filme gezeigt und zwar Filme, die wir lange nicht gesehen haben, die vergessen worden sind. Die werden aus den Archiven gekramt und wer denn das entsprechende Alter hat und vielleicht noch ein dazugehöriges Interesse, der schaut sich das an. Wie bist denn du überhaupt zum Journalismus gekommen, Uli? Das weiß ich gar nicht zum Beispiel. Meine erste journalistische Tätigkeit war die in der Dorfzeitung unseres Falkendorfs. Falke, das muss ich erklären, das ist eine Jugendorganisation der SPD gewesen. Da wurdest du als junger Mensch in irgendwelche Zeltlager geschickt und mit der Gitarre am Lagerfeuer hat man dann Einigkeit und Recht und Freiheit, ich bin da gesagt, nein, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit beschworen musikalisch. Und da habe ich das erste Mal geschrieben. Und zwar hieß unsere Zeitung die Freie Zitronenpresse. War das ernst gemeint? Nein. Nein. Wir hatten damals in Hannover hatten wir eine Zeitung, die hieß Neue Hannoversche Presse. Und deswegen haben wir dann die Neue Zitronenpresse abgewandelt sozusagen, ja. Genau. Also du kommst aus Niedersachsen? Eigentlich komme ich aus Schaumburg-Lippe. Schaumburg-Lippe ist nach dem Zweiten Weltkrieg kommissarisch in das neu zu bildende Land Niedersachsen eingegliedert worden. Bis 1918 waren wir ein eigenständiges Fürstentum und als solches auch in der Reichsvertretung vertreten. Wir aber haben bis heute einen Fürsten. Da hast du ja noch nicht gelebt. Da habe ich nicht gelebt, aber wir haben aber bis heute einen Fürsten, Fürst Alexander, und wir haben auch eine Residenzhauptstadt mit immerhin 2 Schlössern und insgesamt im Kreise 5 Schlösser. Das sagst du mit einem ziemlich großen Stolz, habe ich das Gefühl. 1974 oder war es 72, haben wir tatsächlich darüber abgestimmt, ob Schaumburg-Lippe ein eigenes Bundesland werden darf oder nicht. Das war in der Gesetzgebung nach dem Zweiten Weltkrieg vorgesehen, dass man dieses Recht hat, darüber abzustimmen. Wir haben dafür gestimmt, ein eigenes Bundesland zu werden. Allerdings sind wir nicht lebensfähig oder wären wir nicht lebensfähig. Und das Bundesrecht sieht vor, nicht lebensfähige Bundesländer darf es nicht geben. Also Bundesrecht brach Landesrecht, Volkeswillen. Und also doch Niedersachsen. Genau. Aber du bist ja jetzt schon gefühlte 100 Jahre in Berlin. Ja, genau. Ich möchte jetzt ganz kurz noch mal was sagen, mit Podcast immer so eine Sache. Ich war bei Gregor Gysi in einer Talkshow und Gregor Gysi, ehrlich gesagt, der liest Wikipedia ab und dann stellt er nach den ersten 4 Wikipedia-Sätzen seine Fragen. Aha, Sie sind also in Obernkirchen geboren, wo ist das? Und dann erzählst du und da habe ich erzählt, ja, also Schaumburg, Bergbauregion früher, wir sind also Arbeiter, sozialdemokratisch, wurde da immer gewählt und gewerkschaftlich stark und so etwas. Jetzt steht in meinem Wikipedia drin, Uli Zelle kommt aus einem sozialdemokratischen Milieu. So kann es gehen. So kann es gehen. Bin ich für jeden CDU-Job, wenn ich jetzt so außen vor gehe. Du weißt ja, wie wir Journalisten so sind, da schreibt ja gerne der eine vom anderen ab, oder? Ja.
Dabei hast du ja was Richtiges studiert. Ich lese übrigens aus deiner Kurzbiografie ab, nämlich Wirtschafts- und Gesellschaftskommunikation an der Hochschule der Künste und dann später an der Freien Universität. Stimmt das überhaupt? Das stimmt alles, genau. Ja, also an der Hochschule der Künste mit Abschluss, also mit einem Diplom. Dann das Studium an der Freien Universität endete in der Diplomarbeit und versandete dort aber auch, weil ich dann schon so viel gearbeitet habe, dass ich nicht mehr dazu kam. Also da warst du schon beim Sender? Nee, da war ich überhaupt bei Zeitungen. Kleine Bezirkszeitungen. Richtig klein angefangen. Mensch. Von der Pike, wie man immer sagt. Wie man so schön sagt, genau. Ich zum Beispiel nie. Ich habe gleich beim Hörfunk angefangen und beim Fernsehen. Aber nicht halb so erfolgreich wie du. Also insofern hast du doch alles richtig gemacht. Na, bitte dich. Also ich meine so, das Urgestein wäre ja noch so eine Formulierung. Das Urgestein des Senders. Macht so alt, ne? Frei Berlin. So ja, uralt, ja. Es ist aber auch irgendwie doch irgendwas, wo man sagt, na gut, ohne den geht's nicht. Und es scheint ja auch so zu sein. Ne? Immer mal zwischendurch hast du mir erzählt, jetzt ist Schluss. Nein, und der Mann ist immer noch zu sehen. Ja, ist aber bald Schluss. Ja. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Wir werden es sehen. Das glaubt ja kein Mensch. Es wird so sein, Punkt. Kurz bevor du stirbst. Ich hoffe nicht, dass ich so früh sterbe. Nein. So, mein Lieber, also Fernsehen ist irgendwie dein Ding, Schreiben immer wieder. Wir hatten auch insofern miteinander zu tun, als dass ich mal für dich ein paar Artikel für ein Buch schreiben durfte. Berlin am Meer, erinnerst du dich noch dran? Ich erinnere mich, genau. Und da habe ich auch das Vorwort geschrieben. Das Vorwort beschrieb, glaube ich, meine Joggingstrecke entlang der Spree vom Schloss Charlottenburg bis zum Kraftwerk Reuter. Und die Pressekonferenz fand Strandbad Mitte statt, in der Auguststraße. Und ja, da hast du auch was geschrieben, aber ja, da war ich ja nur Herausgeber und du hast geschrieben. Naja, genau. Ja. Ich habe zum Beispiel darüber geschrieben, dass die Ostsee mir das Leben gerettet hat, weil ich da schwer krank war als Kind und nur durch das Reizklima der Ostsee wieder gesundete und über alle möglichen anderen Dinge, die so mit Wasser zu tun haben. Und Uli, eine ganz wichtige Sache ist die Musik. Du hast ja schon gesagt, als junger Falke hast du am Lagerfeuer gesessen, Gitarre gezupft gesungen. Oder nicht? Gesungen. Gitarre nie? Nein, dazu bin ich nicht intelligent genug. Leider. Der Mann kokettiert. Nein, ich gucke immer noch ganz neidvoll auf die flitzenden Finger des Gitarristen, der über das Brett saust. Und ich denke, wie kann man zu diesen komischen Fingerhaltung da irgendwie dann auch schnell noch hintereinander passende Töne hinkriegen. Ich finde es bewundernswert. Du hast ja mit vielen Großen der internationalen Musikszene auch gesprochen, ne? Ja, natürlich. Aber das sind nur Nebenschauplätze. Also ob das nun, was Mick Jagger ist oder... Ja. Ja, das sind Nebenschauplätze. Was ist der Hauptschauplatz? Uli und die grauen Zellen? Das kann man so sagen, genau. Es gibt eigentlich wenig Schöneres, als wirklich Musik zu machen. Und das, was man so im Bauch hat, und davon habe ich genug, das hinauszusingen, hinauszuschreien, dieses Gefühl zu haben und dann auch noch vom Publikum geliebt zu werden, das ist schon ein Suchtstoff und das macht schon großen Spaß. Und es geht ja mittlerweile schon 23 Jahre. Der Wahnsinn. Dabei warst du nur als einen Auftritt gedacht, ne? Ein Auftritt. Da war ich, glaube ich, sogar dabei. Genau. Du warst dabei. Ich war dabei. Du hattest zu den Very Important Person, die eingeladen worden sind. Damals war es. Und ihr konntet es nicht lassen. Oder du konntest es nicht lassen? Ich konnte es wahrscheinlich nicht lassen, ne. Und jetzt kommst du ja auch gerade vom Gig und heute Abend ist auch wieder einer. Ja, das merkt man vielleicht ein bisschen an der Stimme. Manchmal strapaziere ich diese ungeübte Stimme ein bisschen über. Und dann kommt es oder kann es mal kommen zur sogenannten Stimmbandknötchen, aber das hatten auch schon Adele und Elton John, also Kollegen und Kolleginnen. Ja. Und das kann man operieren, ich hoffe, dass es gut geht. Und sag mal, Schlagzeug spielst du aber auch? Ich kann ein bisschen Schlagzeug spielen und sozusagen einen Bluesabend könnte ich gestalten. Mhm. Bei Jazz wird es natürlich ein bisschen schwierig und bei sehr komplizierten Stücken auch, aber das liegt einfach so im Blut. Du bist aber eher auch die Rampensau, so sagt man ja, ne? So könnte man sagen. Und die Rampensau steht ja vorne und sitzt nicht hinterm Schlagzeug. Genau. Das hat Frau Schwarz ja in vielen Sendungen erlebt, nicht? Dass Herr Zelle sich immer in den Vordergrund quatschen musste. Immer und länger geredet hat als Frau Schwarz. Und Frau Schwarz hat es dann irgendwann mal gestoppt und hat dann zum Redakteur gesagt, der Redakteurin gesagt, hier, er hat wieder, Uli hat wieder. Und du hast es nicht geglaubt und dann haben wir beide im Raum gesessen, im Schneideraum und haben das nachvollzogen. Ja. Ja. Wobei du hast mir auch manchmal nachgewiesen, dass ich Sachen gesagt habe, die ich bestritten habe. Weißt du das noch? Nee. Ich hatte irgendwas gesagt, du hast gesagt, was hast denn du da erzählt? So ein Quatsch, das und das. Und dann habe ich gesagt, hätte ich nie erzählt. Dann hast du das Band vorgekramt. Damals gab es noch Bänder. Ja, richtig, genau. Im Fernsehen auch. Und dann hast du mir das nachgewiesen. Da waren die Buchhalters und Lehrerstochter Schwarz. Ja. Natürlich sehr erstaunt über diesen Zelle, der da
irgend sowas behauptet, das geht ja gar nicht. Und dann hat Petra Schwarz auch immer behauptet, dass sie nicht so gut hört, dass Herr Ohrstöpsel so gut eingestellt ist. Was heißt behauptet? Das war so. Gut, also, ich steck's ja nicht in deinem Ohr, ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir das kurz erklären. Wir haben natürlich als Moderatoren im Live-Geschäft haben wir so einen Stöpsel im Ohr, den sieht man auch manchmal. Und da brüllt dann der Regisseur oder der Redakteur irgendwas rein. Im günstigsten Falle ist es zu verstehen. Mhm. Wenn nicht, nicht. Und dann macht man es natürlich auch nicht. Ja. Oder willst du mir jetzt unterstellen, ich habe es bewusst nicht gemacht und habe deswegen behauptet, ich habe es nicht gehört? Nein, möchte ich nicht behaupten. Das liebt ich nicht behaupten. Danke. Nein. Das ist wunderbar. Uli, mein Lieber, welches Thema hast du noch nicht bearbeitet Sport. In deiner Karriere? Sport. Niemals nicht? Niemals nicht. Also ich habe einen Artikel geschrieben über den Marathonlauf. Du läufst da selber? Ich lief. Du liefst. Selber. Ich lief selber, das mache ich schon seit 10 Jahren nicht mehr. Mhm. Aber ich bin 11-mal gelaufen, 11-mal die 42,195 Kilometer. Wahnsinn. Ist eigentlich nicht zu empfehlen. Gesundheitlich ist es also völliger Blödsinn, finde ich. Ja. Also für normalen Menschen, für Menschen, die trainiert sind, schon. Für mich war es immer ein schöner Stadtspaziergang. Man traf Leute, man grüßte, man wurde gegrüßt. Man hat gesagt, Mensch, da haben wir lange nicht mehr gedreht, da könnte man mal wieder was machen. Und was ist denn hier? Ist das so eine Baulücke? War also eine Recherchetour und eine Grüß-August-Tour. Gesundheitlich wäre es heute nicht mehr drin, oder doch? Nein. Öfter würde Horst Schlemmer sagen. Ach, sind wir ja schon zwei. Ja. Ich habe schon eine künstliche. Hast du schon irgendwas Künstliches? Naja, also was kann man denn noch machen außer künstlich? Es geht nur künstlich. Also über Sport hast du nicht berichtet. Nein, sagst nie, du. Nie, redest du ja für Geld über alles, ne? Über alles, nein, nicht für Geld. Geld gibt's ja nicht. Also ich bin ja arm geblieben. Ja. Ach Gott. Ich hab mal, also ja, es gibt ja, wenn es jetzt gerade so um Mindestlohn geht. Beim Mindestlohn muss ich sagen, den erreiche ich oft nicht, den Stundenlohn. Allerdings, das geht nicht. Weil man eben 2-3 Tage dann doch an einem Stück sitzt und dann vielleicht doch nochmal nachfeilt und, da noch was aus dem Archiv holt und so. Und dann bist du im Endeffekt dann doch wieder bei 48 Stunden und kriegst aber eben nur die 305 Euro brutto. Wahnsinn. Und dann rauscht das in 2,5-3 Minuten vorbei. Vorbei. In so einem Stück, also so ein, so ein Beitrag zum Beispiel bei der Abendschau. Genau. Und dann in Berlin. Sagen die Leute nur, ja. Obwohl, da muss ich meine Frau mal ausdrücklich loben. Sie gehört zu meinen schärfsten Kritikerinnen. Ja. Aber auch, sie sagt dann auch, das war wieder ein kleines Kunstwerk. Mhm. Das muss ich jetzt so mal sagen. Naja, du lässt dir natürlich auch immer Sachen einfallen, Uli. Das finde ich schon großartig. Also wenn man selber sowas macht, dann weiß man das vielleicht sogar noch mehr zu schätzen, als wenn man in Anführungszeichen nur Zuschauer ist. Also du machst einfach auch verrückte Sachen. Ja. Ne? Was waren so das Verrückteste, weißt du noch? Ich glaube noch im SEZ, im Sport- und Erholungszentrum. Im Friedrichshain. Im Friedrichshain, glaube ich, vom 3-Meter-Brett zu springen. Was? Und zwar in vollem Ornat, in voller Kleidung, mit Krawatte sogar und Mikrofon in der Hand. Mikrofon war allerdings ein Fake. Mhm. Und dann eintauchen und das Ganze rückwärts laufen lassen, dann abspielen lassen, den Ton aber real. Das heißt, kommst du hoch und stehst dann auf dem federnden Brett und sagst, hallo und herzlich willkommen. Sehr gut. In trockenen Klamotten. Weißt du, woran ich mich jetzt erinnere? Wir waren ja auch viel unterwegs, haben Berlin Live unterwegs gemacht, im Sommer an der Ostsee, im Winter auch mal irgendwo anders. Ich habe zum Beispiel, oder an der Rodelbahn irgendwo in Thüringen, in meiner Heimat, hat der Kameramann in so einem Bob, ich habe drin gesessen und in so einem Bob vor mir gesessen und hat das gefilmt. Und das ist ja ein wahnsinniges Tempo, mit dem man da runterfährt. Also ich habe das sehr bewundert. Mir war schlecht, als wir unten angekommen waren, zwischendurch mal eben noch schnell moderiert, am Anfang zwischendurch mal, am Schluss auch. Also das sind schon verrückte Sachen, die man so machen kann. Ja. Gut. Ich denke, wir reden über den Tod. Das machen wir jetzt. Oh Gott. Ja, so. Uli, mein Lieber, da waren wir, ich auf der Rodelbahn irgendwo in Thüringen und du vom 3-Meter-Brett dem Tode nah? Nee, nicht ganz Nein. Also dem Tode nah nur einmal beim Heimatjournal, bei einem Heimatjournal-Dreh als Tandem bei so einem Drachenflug. Oh. Das heißt also, wir wurden mit diesem Drachen hochgezogen und ich hing in einem Sack unter diesem Drachenflieger und dann zogen Gewitter auf. Da hatte ich wirklich Angst, weil du hast ja dann nichts unter dir, gar nichts. Der Typ ist ja über dir. Und diese Flatterdinger von diesen Drachen, das habe ich nicht vertraut. Und dann donnerte das und ich dachte, das überlebst du jetzt nicht. Aber wir haben es überlebt, Gott sei Dank. Ja, du bist ja glücklicherweise hier. Ja.
Aber wenn wir einmal dabei sind, in diesem Podcast geht's immer auch um den Tod. Insbesondere, Uli, mit Blick darauf, dass nach meiner Auffassung, wenn der Tod da ist, ist es vorbei. Das heißt, besser davor irgendwas noch bewerkstelligen. Wie siehst du das? Kommt nach dem Tod noch was? Ich glaube jedenfalls nichts, was wir bewusstseinsmäßig realisieren werden, dass das ein Leben oder eine Existenz nach unserem Tod ist. Also entweder gibt tatsächlich so etwas wie Wiederauferstehung irgendwo anders auf dieser Welt oder in einem anderen Lebewesen, dann wissen wir es aber nicht. Ich glaube, rein biologisch, chemisch werden wir natürlich weiterleben. Aber das wird uns dann nicht mehr bewusst sein. Und insofern ist es eine schöne Hoffnung, die man sich machen kann, dass dort irgendwo im Himmel die 96 Jungfrauen warten, wenn man Muslim ist. Mm. Aber ich glaube, sie warten, ja. Das heißt, man sollte vorher gucken, dass man die 96 Jungfrauen und andere Dinge im Leben erledigt. Ja, so ist es. Was ist denn da noch zu erledigen, Uli? Also eigentlich ist noch viel zu erledigen. Ich müsste erstmal dieses wunderbare Haus hier weiter in Gang halten mit dem 1000 Quadratmeter Grundstück. Ich habe ein Elternhaus im Fürstentum, Schaumburg-Lippe. Ist klar. was renoviert werden muss, Fürst auch noch wo der Fürst noch ist. Ja, ja. Der hat aber mehr Geld, ich weniger. Dann wollte ich irgendwie noch in Gang bringen. Und, auch, und dann möchte ich natürlich auch noch sehen, dass die Kinder richtig erwachsen werden und erfolgreich werden. Die Kinder sind zwei Jungs? Die Kinder sind zwei Jungs. Das ist einmal der 20-jährige Maximilian, der mittlerweile Bauingenieur studiert, aber im dualen Studium. Das heißt also, er ist schon 3 Tage in der Woche auf dem Bau. Und 2 Tage in einer Universität, wie man das heute so nett, wenn man dieses Laptop aufklappt und dann daran arbeitet. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass er ein sehr erfahrener, ein sehr schlauer und ein sehr zielführend denkender junger Mann ist, der das packen wird. Der Große ist ein bisschen anders, er ist sensibel, er ist ganz liebevoll, fast zart manchmal, während der Große Mixed Martial Art macht, das ist also Kämpfen um alles, mit allem. Fäuste, Ringen, Schlagen, auf dem Boden, alles. Da gibt's keine Ausnahmen. Der Kleine, der eher zarter, der ist die künstlerische Ader eine größere. Und der Kleine ist wie alt? Der ist jetzt 17. Also du hast doch im relativ hohen Alter dich noch in Richtung Kinder entschieden oder wolltest du immer und es hatte vorher nicht geklappt? Entschieden hatten wir schon. Ich wollte. Sie wollte anfangs noch nicht, weil sie erstmal ihren Doktor machen wollte. Das war ihr wichtig. Dann hat sie den Doktor gehabt und dann ist es auch relativ schnell zu einer Schwangerschaft gekommen. Dieses Kind ist dann nicht lebend geboren, sollte Stella heißen, war eine Tragik natürlich für uns beide. Ja. Oh ja, habt ihr ja ganz praktische Todeserfahrung gemacht. Ja, ganz praktische Todeserfahrung. Wir haben dann danach auch geheiratet, sozusagen als Stütze, wenn man so will, um das ein bisschen aufzufangen. Und gehen auch heute noch, also alle 2 Monate oder so, auf den Friedhof eine Blume hinbringen. Und wenn man gerade der Blumenhändler zu hatte, einen Stein, den man irgendwo nimmt und redet. Das ist nur schon 20 Jahre her, aber man denkt mögliche Roads not taken, Lebensabschnitte nach. Jetzt hätte sie vielleicht ihren Führerschein. Sie hätte vielleicht gefragt, Papa, kannst du mir helfen, mal Autofahren zu lernen? Oder jetzt hätte sie den ersten Freund. Oder jetzt würde sie überlegen, das erste Tattoo zu stechen. Und ich sage, nein, nein. So etwas. Also, so etwas. Da denke ich ganz oft dran, an solche Lebensabschnitte. Mhm. Nun habe ich Jungs. Die sind auch ganz lieb, aber die lieben die Mutter über alles. Also die sind ganz, Mama ist immer, wird immer gekuschelt und so. Da kann ich nicht konkurrieren, leider. Kannst du nicht konkurrieren? Nee, kann ich nicht. Wobei, du bist ja irgendwie auch ein verrückter Vater. Ich erinnere mich einmal, da hattest du einen Schlüssel irgendwo verloren. Und da warst du mit mindestens einem der beiden Kinder einfach über Nacht im Hotel. Mit einem, ja, mit Maximilian im Interconti. Darf man sowas erzählen? Im Interconti, ja. Du musst das Interconti. Ja. Die Gattin ist ja geschäftsführende Frau, die auch viel in der Republik unterwegs ist und war irgendwo, ich weiß nicht wo, irgendwas nicht erreichbar. Es gab keinen Ersatzschlüssel bei Nachbarn oder so etwas. Ja. Das haben wir mittlerweile alles. Und ich wusste jetzt nicht wohin und hatte nur diesen Jungen da bei mir. Da war nur ein Junge da. Da ich da damals beruflich ganz gute Beziehungen zum Interconti hatte, habe ich dann die Pressesprecherin angerufen. Und dann, wir haben es aber bezahlt. Und ich weiß auch, wir haben dann oben im, 15. Stock oder so gestanden am Fenster
Und ich habe Maximilian die Mitte Berlins erklärt. Da ist der Fernsehturm, ja, das ist der Potsdamer Platz, dem Sony-Building. Weiß nicht, ob das sollte gemerkt. Wahrscheinlich mit dem Schlüssel verlieren so sein. Naja, anders kann man es ja im Nachhinein nicht erklären. Ja. Ja. So, jetzt kommen wir nochmal in Richtung Tod. Und zwar... Der ist ja sehr unbeliebt, ne? Überall, wo der klopft, der wird nicht reingehen und Leute haben Ausreden und so etwas. Aber Uli, ich denke ja da produktiv. Also ich denke im Sinne von, naja, nutz doch die Zeit bis dahin, sage ich mir. Ja? Nutze die ganz intensiv, mache 1000 Sachen, zum Beispiel diesen Podcast, spreche mit interessanten Leuten, auch über den Tod. Und natürlich schieben den viele Leute weg. Schiebst du den auch weg? Ja, logisch. Natürlich schiebe ich den weg. Ich weiß, er wird wahrscheinlich stinkesauer sein und ich werde später mal bezahlen müssen. Aber natürlich schiebe ich den weg. Der Tod ist ja heute, wenn er an der Tür klopft, fast so unbeliebt wie Zeugen Jehovas, wenn die klingeln. Ist ja so. Wird ja nicht mehr akzeptiert. Ich meine, ich gestehe, ich denke auch, es wird noch ganz lange dauern oder hoffe, es wird bis dahin noch lange dauern. Weißt du, was ich aber nicht will? Ich will nicht vor mich hinsiechen. Und deswegen sage ich, ich hoffe, ich schaffe es. Ich lebe selbstbestimmt, also will ich auch selbstbestimmt sterben. Ja. Kannst du mit dem Gedanken was anfangen? Nee. Nicht? Noch nicht. Also ich glaube, dass das behaupten zu wollen, wäre falsch. Denn wenn es soweit ist und es dir ganz schlecht geht, dann nimmt man doch noch den letzten Rat des Arztes, der Ärztin an oder noch das letzte Medikament und sagt, na gut, dann probieren wir es nochmal. Stell dir mal vor, du liegst im Bett und kannst nichts mehr tun. Wäre das für dich Lebensqualität? Nee. Das hat, glaube ich, aber nichts mehr mit Qualität zu tun. Es ist wirklich so dieses Hängen an diesem Leben. Man hängt, glaube ich, daran. Das können wir uns jetzt, glaube ich, so quieklebendig, wie wir sind, noch gar nicht vorstellen, dass das nicht aufhört, selbst wenn man in einem physisch nicht besonders gut im Zustand ist. Psychisch weiß ich nicht. Vielleicht kommt man dann auf die Idee und springt von der Brücke oder sowas. Kann auch sein. Aber ich glaube, man hängt an diesem Leben sehr. Und es ist auch gut, dass wir vielleicht nicht so sehr über den Tod immer wieder nachdenken. Denn das gibt uns ja die Kraft, auch in den letzten Jahren noch so stark zu sein, wie wir halt können. Stell dir vor, du würdest dir jeden Morgen bewusst machen, Mensch Petra, der Durchschnitt meiner Klasse, mit der ich damals in Thüringen als Erfurter Puffbohne, werden alle statistisch gesehen in 8, 9, 10 Jahren sterben. Ich dann auch. Das ist schrecklich. Nee, das mache ich nicht. Ich freue mich ja jeden Tag des Lebens. Gut. Okay. So mache ich das. Ja, freuen wir uns. Und sage, ist das nicht toll, dass ich lebe, weil wenn der Tod kommt, dann ist es vorbei. Ja. Und was ich auch mache, Uli, ich schreibe selber meine Abschiedsrede. Zumindest habe ich es mir vorgenommen. Ja. Weißt du warum? Ja. Ich will das letzte Wort haben, ist klar. Das kannst du dir vorstellen. Ja, das verstehe ich. Ja? Genau. Und stell dir vor, ich liege dann da im Sarg oder bin in der Urne und jemand redet irgendwas über mich und ich kann nicht widersprechen. Ja, und oder vor allen Dingen Blödsinn, denn diese vielen Berufsredner, die da irgendwann mal mit einem Verwandten reden und dann das völlig falsch interpretieren, Namen falsch sagen. Und alles falsch. Ich möchte meine Rede auch selbst schreiben, aber ich habe, glaube ich, keine Chance, weil meine Gattin die umschreiben würde. Ach. Ja, sie ist damit nicht einverstanden mit meinen Abschiedsgedanken. Inwiefern? Ja, also ich habe zum Beispiel ja die Idee, unter uns jetzt, ich möchte ja nicht irgendwie verbuddelt werden, Grasnarbe und dann, weißt du, irgendwo so ein kleines Schild, 376 ist Uli Zeller. Nein. Sandstein, 40x40, Quadrat, 1,86 Meter, also meine Lebensgröße, sauber reingemeißelt. Und ungefähr 1 Meter muss es auch in der Erde dann halten, damit es nicht so schnell umkippt. Ja. Also eine schöne Stele, eine schöne Grabstele mit Namen und, wie gesagt, Sandstein, 40x40 geschliffen. Ja, ganz gut. Gattin möchte es nicht. Die Gattin möchte es nicht? Nein, die möchte es nicht. Okay, aber du kannst es ja selber bestimmen vielleicht. Und Uli, wenn du die Rede auch noch aufnimmst, dann kann sie ja nichts einladen. Also wenn du die nicht nur schreibst, sondern du nimmst die auch noch auf, dann sieht man die Schnitte oder hört die Schnitte. Nein, da hört doch keiner mehr heute. Nee? Nein. Ich habe gerade sogar im Radio einen Song gehört, da wurde auch drin geschnitten, weil er eben zu lang war für die Radioversion. Hörte man auch nicht. Du kannst dich da nicht durchsetzen. Das ist nicht zu wollen. Die ist Doktor der politischen Wissenschaften. Da hast du Ehrfurcht oder was? Und Angst. Nein, es ist ein bisschen übertrieben jetzt. Ein bisschen übertrieben. Aber es gehört ja dazu. Wir sind ja Journalisten, wir sind aber auch ein bisschen Entertainer. Absolut. Also es hat mich kürzlich, weil du immer von Legende redest, gestern sagte jemand zu mir, da war ich völlig geschockt, Sie sind ja so etwas wie der Rudi Carrell des RBB. Da habe ich gedacht,
Also Rudi Carrell, das nun wirklich nicht. Warum bist du denn immer so extrem bescheiden? Bitte schneiden. So. Nein, das schneide ich definitiv nicht raus. Warum stellst du dein Licht unter den Scheffel? Oder tust du nur so? Also jetzt zum Beispiel mit den neuen Medien, wenn ich sozusagen die Reels mir durchgucke. Ja. Da singen Leute, spielen Leute Instrumente, da turnen sie, da machen sie verrückte Dinge, da machen sie Tricks. Aber wenn ich da so 20 durch habe, dann denke ich, Gott, ich könnte nichts davon. Ja, aber das, was du kannst, können die nicht. Ja, gut. Und vor allen Dingen, das kann man nicht in so einen 20-sekündigen Reel packen. Das ist immer das Problem. Ich möchte dir einen Spruch mit auf den Weg geben, der letztendlich deine und meine Berufsprämisse und Lebensprämisse damit auch ganz gut umschreibt. Wir müssen immer so tun, als die Kenntnis des Details, als das Wissen über das Ganze verkaufen. That's it. Schwarz hören.